So, da sind wir beim fast Finale des gesamten Spiels. Wir müssen dann noch die Sternenlevel machen. Ja, das ist der letzte Endgegner jetzt. Und dann gehen wir mal da rein und gucken, was auf uns wartet. Ja, es ist Bowser. Er kann halt nicht alleine gegen uns kämpfen. Er braucht ein Hilfsmittel. In diesem Fall sein blödes Schwebeteil. Bowser hat keine Pupillen. Auch nicht schlecht. Er hat weiße böse Augen. Ups, und zack, einmal getroffen. Und zack, zweimal getroffen. Und er kommt ganz nah an uns ran. Ui. Was kommt nun? Feuer. Ach, Peach. Peach, gib mir Pilz. Ah! Ja. Oh, jetzt bewegt er sich schon anders. Oh, yeah. Plätsch. Das kann man nicht aufhalten, Bowser. Das schaffst du damit nicht. Da musst du schon was Besseres einfallen lassen. Ah, deine beiden Kameraden wieder. Ups. Ups. Fail. Ja, lass dir Zeit. Ups. Oh, ich bin fast in seinen Rotor reingelaufen mit meinem Schädel. Einmal. Nein. Nein, ich will nicht klein sein. Ui, jetzt kommen wieder die Flammenkacke. So, das ging gut. Das ging richtig gut. Und Peach gibt mir wieder einen Pilz. Jawohl. Einmal müssen wir noch kaputt hauen. Wow, jetzt greift er schon zu den härtesten Mitteln, die er hat. Einmal. Nein. Nein. Ach Gott, ist das spannend. Ist das spannend oder ist das nicht spannend? Mein Lieber schon. Bam! Yes! Down! Und Peach ist gerettet. Ach ja. Oh, Peach ist größer als Mario. Und Mario wird rot. Marios Adventure is over. Nein, es ist nicht. Mario, the Princess, Yoshi and his friends are going to take a vacation. Ja. Oh, und Raketen. Bams. Und Bams. Oh, ein Herzchen. Hahaha. Ja, jetzt kommen jetzt eben die Credits, Leute. Jetzt gehen sie alles den ganzen Weg zurück. Mit den ganzen geretteten Yoshi-Eiern. Ja, das Let's Play ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch die geheime Sternwelt und noch eine geheime, ja, Nintendo-Welt, sag ich mal. Das sind auch richtig schwere Level, aber das schaffe ich wohl.
Ja. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht zu lange mit den Credits. Ja, jetzt nochmal die ganzen Leute, die daran gearbeitet haben, die ganzen Japaner. Special thanks to Yoichi Kotabe. Alles klar, den kenne ich auch. Hironobu Kakui. Kaizo? Da steht Kaizo, Leute! Kennt ihr Kaizo Mario? Alter. Alter. Ja, Kaizo Mario ist ein richtig hartes Spiel. Das ist einfach nur ein Mario-Hack, was richtig schwer gemacht wurde von den Japanern. Let's playen auch viele Leute. Aber ich werde es nicht let's playen, weil ich dazu keine Geduld habe. Und ihr habt es ja schon bei Super Meat Boy hoffentlich gesehen, wie ich ausrasten kann. Und ja. Oh, da sind sie alle in der Anfangswelt. Und jetzt schlüpfen gleich die Yoshis. Plop, 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 plop und plop. Thank you! Und da winkt die Peach mit dem dritten Arm. So, Parabomb, Paragomba, Fishing Lakito, Lakito, Wiggler, Bobomb und Spinny. Amazing Flying Hammer Brothers, Super Koopa, Jumping Piranha Plant, Volcano Lotus und Charging Chuck. Chuck? Chuck Norris. Zumu Brother, Monty Mole, Poké, Bullet Bill. Banzai Bill, Mega Mole und Rex. Dino Rhino, Dino Torch und die Koopas, die allseits beliebten Koopas. Spike Top, Swoopas, Buzzy Beetle und Block. Die haben nur ein Level gesehen, die sind Block. Blurps, Porchupuffa, Ulchin, Rip Van Fish und Torpedo Ted. Boo Buddies, Fishing Boo, Ares und The Big Boo. Drybone, Slicebark, Bony Beetle, Thromp, Thwimp und Hot Heat. Hot Head, nicht Hot Heat. Ball and Chain, Grinder und Fishbone. Ja, Fishbone. Und die Resnors, die ich richtig hasse. Mecha Koopas. Wohl eher Bowser's Toys. Und die ganzen Gegner nochmal. Bowser, Roy, Morton, Lemmy, Iggy, Ludwig, Larry und keine Ahnung wer. Und The End. Mit Peach, mit Luigi und mit Mario. Ja, Luigi konnte man nicht sehen. Den sieht man nur, wenn man zu zweit spielt. Dann ist nämlich einer Luigi im Koop-Modus und der andere Mario. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wegklicken kann. Wenn nicht, muss ich hier eine Pause machen. Und dann würde es einfach mal im nächsten Part weitergehen, Leute. Es wären noch ein paar Parts. Wie viele genau, weiß ich nicht. Mal gucken, wie lange ich brauche. Das sind noch wohl 10 Level. Bestimmt. Aber nicht allzu schwer. Und ohne Gegner und ohne Castles und ohne Geisterhäuser. Also muss es gleich gehen. Und ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao.